Hallo liebe Dartsportfreunde, um genau diese Darts geht's, um die Darts von Luke the Nuke Littler. Und ich sag's gleich am Anfang, ich bin ein bisschen befangen, denn ich bin ein großer Fan von diesem mega Darts-Talent. Der Wahnsinn, mit 14 Jahren hat der Kerl schon 9 Darter gespielt. Und ist seit 2022, 23, ich sag mal so richtig in Form und auch auf den großen Bühnen langsam immer mehr präsent in seiner Altersklasse. Nicht zuletzt hat er bei der Modus Super Series auch nochmal ordentlich aufgetrumpft mit einer faszinierenden Spielweise. Yeah, 11 Ball. Ball. And he conducts the crowd. Und alles, was jetzt fehlt, und er ist ja schon Title Collector, ist die Teilnahme an der PDC Darts WM. Wie weit er da so kommt, schauen wir mal. Und bis es soweit ist, zeige ich euch mal seine Darts im Detail. Target Luke Littler, The Nuke Generation 1. So wäre der ganz offizielle Titel. Der, finde ich, recht schön gemachten Verpackung. Aber klar, das ist die Target Standardverpackung, denn Soft Package, wo die Darts dann schon fertig vormontiert drin sind. Gelb-blau, ich finde die Farben sind irgendwie knallig, aber auch stimmig, schönes Setup. Hinten drauf immer noch dieses kleine Infoblättchen mit dem Gewicht, 23,1 Gramm. Ist auch die einzige Variante, die es diese Darts in Steel-Tip gibt. Kommen da auch sehr nah dran, sind sehr präzise gefertigt. Das erste Barrel liegt bei 23,07 Gramm und das zweite Barrel hier bei etwa, nicht nur etwa, sondern genau 23,13 Gramm. Das nimmt sich da nicht viel und das letzte Barrel reiht sich da genau in der Mitte zwischen den beiden ein bei 23,11. Die Darts sind Swiss Point Darts und da wechsle ich auch immer gern die Standardspitzen gegen von mir bevorzugte. Das sind die Target DX Points. Die haben einerseits Fingergrip, auf der anderen Seite auch einen leichten Boardgrip. Dazu in Gold. Ich finde, das sehe ich einfach besser, wie die Darts dann stecken. Ist einfach ein besserer Kontrast. Passt aber ebenso gut zu diesem Setup. Der Pixel Grip, der zweistufige, ist sehr schön von dem dunklen Coating und dann aber noch die silbernen Highlights. Macht sich wirklich gut. Den gibt es leider nur in Steel in 23 Gramm, da ist die Auswahl sehr übersichtlich. Die Barrel-Länge beträgt 52 mm und Durchmesser 6,5. Die anderen Daten habe ich euch damit eingeblendet. So, dann nehme ich mir hier die Luke Littler und werfe ein paar Darts aufs Board. Das war klar, dass ich da jetzt nicht drüber komme. Aber gut, nochmal. Schönes Barrel. Und dieser Pixelgrip fühlt sich super natürlich irgendwie an. Er war ein bisschen wild, aber drin. Ui, habe ich gerade geknackt. Dann bin ich wohl noch nicht ordentlich warm. Aber das macht nichts. Der Griff selber ist wirklich schön. Ist griffig, aber wieder mal nicht zu griffig oder klebrig. Das mag ich. Genau die Mischung. Oh, wieder oben. Oh. Und noch einen reiner. Guck mal.
War zwar nicht alle drei, aber sehr schön. Sag ich ja. Tolles Feeling. Na dann. Die ersten drei. Okay. Der ist drin, dran, entweder 18, prüfen wir. Knappe Nummer. Aber das waren 6. So. 18. Na, wunderbar. Da sollte er hin. Haben wir abgehakt. Das waren jetzt 9. Na gut. 9 Darts. Voll im Soll. Und jetzt die 17. Und 12 Darts und noch einen auf der 17 offen. Na gut, der war safe. So, dann die 16. 13. Dart. Oh. Zieh doch durch für den Flight. Na gut. Und die 16 noch offen. Da ist sie doch. So, hätte er mal eher kommen können. Dann 15. Zaghaft. Fünfzehn und dann aufs Pool. Zu much. Leider. Schade. So viel 10 ist nicht 15. Na gut. Ich glaube, da bin ich ja schon wieder über meinen Soll. Prima, Punkte für die 17, aber jetzt ist die Triple 15 mit dabei. Naja. Ah. Den Michael van Gerwen gebracht. Gut, da waren zwar jetzt auch keine 8 perfekten, zugegeben. Und ich brauche da ein bisschen mehr aktuell noch, aber wie immer, zu niedrig im Bullseye angesetzt. Zack, so macht man das. Na also, den nehme ich, Cricket erledigt.
So, was kann ich zusammenfassend sagen? Natürlich kann man sagen, 115 Euro, uiuiuiui, das ist aber teuer für ein Set Darts und dazu gibt es die nur in 23 Gramm, zumindest was Stiltipp anbelangt. Aber diese Darts sind in der Tat einmalig, die gibt es so kein zweites Mal. Der Pixel Grip, der doppelte eigentlich hier, ist schon mal eine Besonderheit, die auch sehr aufwendig in der Produktion ist, auch zeitaufwendig. Da kann man schon so ein bisschen verstehen, dass Target da wirklich den Preis ein bisschen höher ansetzt. Dazu ist es ein Swiss Point System, ihr könnt die Spitzen jederzeit sehr easy wechseln. Gut, von Target kommt jetzt auch nichts anderes mehr. Und der Dart ist aber auch mit einem hochwertigen, haltbaren, dunklen Coating versehen. Und was mir persönlich ganz gut gefällt, ist, dass die tiefere Pixel Grip Schicht einfach blanko belassen wurde, also eher da silberne Highlights habt, die man im Dartboard auch sehr schön sieht. Ist also, finde ich, optisch auch schon mal ein sehr gelungener Dart. Jetzt sind Optik und Haltbarkeit die eine Sache, die viel wichtiger ist sehr wahrscheinlich die Frage nach, und wie spielt er sich denn jetzt? Naja, meiner Meinung nach sehr gut. Und er dürfte sich eigentlich für alle Spielertypen eignen. Ganz gleich, ob du vorne greifst, gerne mittig greifst oder weiter hinten. Vor allen Dingen die Rear Gripper freuen sich da nochmal über einen ganz engen, feinmaschigen, aber auch leicht scharfkantigen Ringgrip, der nahtlos bis an das Schaftende reicht. Und wäre jetzt nicht der verhältnismäßig hohe Preis, wäre es auch ein richtig guter Einsteiger-Dart. Einfach weil er durch seine Einteilungen und durch diesen wunderbaren Pixel Grip dir sofort einen Referenzpunkt am Barrel bietet, den du jederzeit und schnell wiederfindest. Und wenn du dich an die Darts erstmal gewöhnt hast und mit denen einige Zeit gespielt, dann sind das, glaube ich, wirkliche Scoring- und Leg-Gewinner-Maschinchen. Von daher kann ich auch nur sagen, probiert sie aus, wo auch immer ihr könnt, am besten irgendwo im Laden, weil na klar, das Invest ist auf jeden Fall erstmal hoch. Die willst du jetzt nicht einfach blind online bestellen, um dann festzustellen, dass sie dir vielleicht doch nicht liegen. Ich persönlich bin auch direkt bei dem mitgelieferten Setup geblieben. Ich mag zum einen die Farben, aber auch die kurzen Schäfte mit den Flights passen für mich wirklich sehr gut, auch vom Steckwinkel, vom Feeling, sodass ich lediglich die Swiss Points für mich getauscht habe. Hier bin ich auf ein bisschen längere Variante der DX Points in Gold gegangen, einfach nur, weil die mir besser liegen und weil ich die dann besser im Board stecken sehe. Also mein Eindruck durchweg positiv. Ja, ist ein hoher Preis, aber sonst, wie gesagt, ein Dart, wie es ihn tatsächlich so kein zweites Mal gibt. Schreibt aber gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze so seht und bewertet oder ob ihr damit auch schon gespielt habt. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao. Good Darts, euer Olli.